Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 Golden Mask. Yes, genau. Lasst uns weitermachen hier in dieser fürchterlichen Gegend, in der, naja, in der Yetis sich rumtaumeln. Und, ja, für die Yetis, ja, weiß nicht. Um die Yetis werde ich mich mal ganz speziell kümmern. Nämlich mit dem Granatwerfer. Ist scheiße hart, ja. Ich weiß. Oh Gott, der Granatwerfer ist so brutal. Aha. Warum hat man den hier überhaupt? Aua, aua. Gar nicht gut. Aha. Alles klar. Dann, Medipack, du kommst auch noch zu uns. Moment, wie viele haben wir eigentlich jetzt noch? Ach, Dutzende. Genug für die Heimreise. So, da ist mit Sicherheit noch... Ja, da ist, ne, da tummelt sich noch einer rum. Da. So. Oh. Hinter diesem Gatter ist auch noch etwas. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch hin. Aber die Frage ist, wie oder wann? Eine wichtige Frage, ja. Aha. Aber es ist verblüffend, was sich hinter diesem Gatter verbirgt. Beziehungsweise, wenn wir mal auf der anderen Seite des Gatter sind, dann bin ich auf jeden Fall immer aufs Übelste oder aufs Äußerste verblüfft. Aber auf positive Weise. Ich bin beeindruckt. Beeindruckt und verblüfft in einem. Das gefällt mir. Jemand mich so zu beeindrucken, das ist schon eine wundervolle Kunst, die ich zu würdigen weiß und zu sagen pflege. Genau. Oder zu sagen, pflege. Ich meine, die ich pflege, genau. Alles klar. Jetzt kümmern wir uns mal um dich, liebes Gitterkästchen, Dingsbumskirchen, ja. Ja, gut. Wir haben wieder eine Leiter. Im Übrigen will ich noch kurz was zu dem Ortswechsel sagen. Ich vermute einfach mal, wir sind im letzten Level, also Hochrufen der Götter, sind wir hier durchgekommen irgendwie. Das soll anscheinend sowas wie ein Gang darstellen. Und sind jetzt hier wieder in diesem Käfig und wahrscheinlich, das ist etwas, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, sind diese Mönche, die sich außerhalb des Käfigs befunden haben. Sind sie jetzt plötzlich zu Yetis mutiert und, oh Gott, sind wir daran schuld? Das ist aber nicht gut, Lara. Was hast denn du da gemacht? So, habe ich jetzt irgendwas Blödes gemacht? Nein, ich habe noch nicht gespeichert. Das ist in Ordnung, das ist gut. Okay. Alles klar. Hopp. So, Leute, dieses Wasserbecken ist mir ein wunderschönes Rätsel. Es ist mir sehr mysteriös, weil es ist gar nichts hier drin. Kein Item, kein Hebel und auch kein Gegner. Kein Barracuda oder so. Es ist einfach nur ein wunderschönes Wasserbecken. Mit goldenem Rand und so und goldener Wand. Und das ist irgendwie schön. Als hätte man seinen eigenen privaten Swimmingpool hier. Naja, aber
Wer weiß. Ja, wir sind hier in einem Königreich. Wer weiß, wem das alles gehört. Da sagen wir mal, sollten wir am besten nicht zu schnell darauf mal rausplanen, dass das uns gehört. Na, na, ne. Na, ich bin der König, das gehört alles mir. Und ich kann machen, was immer ich will. Wärst du nur ein halb so guter König wie Mufasa? Ich war 10-mal so gut wie Mufasa. Das war Bitch Slap. Aua. Nee, das war eine unschöne Szene. Ja. Na, ich weiß nicht, ob ich diesen Filmzitat jetzt sagen durfte, wegen Urheberrechtsgründen oder was. Aber pff, soll man nicht so kleinlich sein. Das ist nur, das ist ein Satz, der nicht nur im König der Löwen gesagt wird, auch im realen Leben. Also den hat niemand irgendwie, hat keiner das Recht, sich diesen Satz zu reservieren, WTF. Ja, außerdem, egal. Nee, außerdem sind Filmzitate in unserer, in unseren verbalen Gesprächen ohnehin schon ein etwas Unverzichtbares geworden, ja. So in etwa. Alle hopp. Nein! Nicht zur Seite, Lara. Nach vorne erstmal. Oder nee, nicht nach vorne, sondern nach oben. Und dann? Na, okay. Du brauchst ein paar extra Versuche. Das ist in Ordnung. Und jetzt. Wartet, stopp. Ich muss mal gerade überlegen. Wegen Secrets. Wo waren Goldbarren, ne? Goldmünzen da. Ah ja, doch. Ich hab's im Überblick. In meinen Kopf. Okay. Es hat nicht geklappt im Jumpscare. Es tut mir leid. Weil ich es hab kommen sehen. Wie spät haben wir es? 20:07 Uhr ist es jetzt. Ja, Aufnahmezeit dieses Videos. 20:07 Uhr. Ja. Und mal sehen. Komm, wir gehen mal hier runter. Oh. Aber hier bekommen wir auch Gesellschaft von Leoparden. So, wir sind jetzt hier in einem, ja, Käfig, großen Käfig, der in aber mehrere Stücke unterteilt ist. Und da muss man ein bisschen mit den Hebeln ein bisschen rumprobieren, um auf einen grünen Draht zu kommen. Ja, grüner Draht. Was laberst du da, Estref? Ja. Keine Ahnung. Fällt mir einfach nur mal so ein. So, und da kommt jetzt jemand, ne? Da kommt jetzt unser Leopardenfreund. Kann er jetzt nicht weg sein. Der war doch gerade eben noch da drin. Oder ist er jetzt da hinten? Ist er hinter der Tür? Ist er hinter die Tür gegangen, zufällig? Wenn ja, Hut ab, ich hab's nicht bemerkt. So, F5 nochmal zum Speichern. Über Kniekreich. Das klingt witzig, der Name irgendwie. Naja, wie gesagt, Königreich. Das Ö fehlt einfach, weil die Dolmetscher oder so es irgendwie nicht geschafft haben, das anständig zu. Ach ja, das irgendwie 100% perfekt. Hat einfach nicht 100% perfekt geklappt, ne? Aber das kann man doch verzeihen. Findet ihr nicht auch? Ist doch alles supidupi. Oh, da öffnet sich nun das Gatter, genau. Jetzt müssten wir aber alles offen haben. Ganz genau. Wenn der schon hier hinkommt, dann können wir definitiv auch weiter gehen.
I'm sorry, Bro. So, das weiß ich auch definitiv. Hier wären jetzt die Automatik. Wenn man die Automatik bis hierhin noch nicht hätte. Aber. Wie, warte mal. Wieso ist denn das nochmal zu? Warum ist das zu? Was? Was habe ich gemacht? Okay, wartet mal. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen. Nochmal da ein bisschen durchgehen. Warte mal, das hängt jetzt mit irgendwie mit dem Hebel hier zusammen, den wir jetzt gezogen haben. Stimmt's? Ja, guck mal, es ist. Wartet mal. Ja, das ist jetzt wieder offen. Jetzt frag ich mich. Moment, Moment. Kleine Sekunde. Also, ja. Ja. Das Rätsel ist gelöst. Yippie, yippie. Klasse. Oh, kleines Medipack. Du kommst als Belohnung auch zu uns. Dankeschön. Oh, seht euch mal diese monströsen Fußabdrücke an. Ja. Hier kann man schon Angst kriegen. Und nein, es ist nicht Bigfoot, es sind Yetis. Oder nee, Yetis? Was sind das für Wesen? Bezeichnet man Yetis nur in Bezug auf Schnee? Weil das würde mich jetzt mal interessieren. So, Moment, hier müssen wir nochmal ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir die Uzi-Munition haben wollen, dann müssen wir... müssen wieder ganz gechillt runter... Und an die Ecke. Genau. Ganz an der Ecke. Aha. Links, ich weiß nicht, ich glaube rechts würde es nicht gehen, aber ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt diese nette Munition, die uns noch nützlich sein kann. So, und ich glaube, wir holen uns dann schon mal Secret Nummer 1. Das müsste hier ganz oben sein. Kann nicht... Ist nicht mehr weit von uns entfernt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nee, das ist nicht weit entfernt. So. Okay, Vorsicht. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir jetzt springen. Moment. Speichere einfach mal bitte Lara. Das wäre super toll. Ah, genau die richtige Höhe. Klasse. So. Ich weiß, wonach das aussieht, aber... Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass hier kein einziger Gegner kam. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es wäre auch mal schön, wenn es mal so eine Gegend... Es ist echt schön, dass es mal so eine Gegend gibt, wo die echt nach Gegnern aussieht, aber die einfach und die aber... Ja, die aber unbewohnt ist in Wirklichkeit. Aha. Und das tröstet mich sehr, dass es sowas gibt. Ruhige Momente, nicht immer nur Action, Action, Balla, Balla. Es gleicht, das Spiel hier gleicht sich auch aus durch angemessene Ruhe. So. Und jetzt frag ich mich. Ich bin mir sicher, das Secret ist hier irgendwo. Hier irgendwo. In diesem. Ja. Hier halt. Irgendwo. Ja, ich weiß auch jetzt schon wo. Nämlich da. Do you see this? Aha. So, der Nachteil dieses Secrets ist, wir müssten noch mal ein bisschen an dem kleinen... Ja, an diesem Rätsel noch mal rumexperimentieren. Aber das soll nicht... weiter schwierig sein. Viel mehr habe ich gerade Sorgen, dass ich jetzt nicht rechtzeitig... bewaffnet bin, wenn der Yeti kommt. Oder das Monster. Warte mal, die Türen sind immer noch offen. Oh, okay. Ach so. Okay. Dann, wenn man es richtig gemacht hat, dann muss man anscheinend doch nicht mehr irgendwie noch an den Hebeln rumziehen.
Dann mache ich mir keine Sorgen. So. Goldmünzen und Goldbarren, die sind jetzt auch wieder ganz in der Nähe. Die liegen auch schon wieder sehr nah aneinander. Die Goldmünzen und die Goldbarren, die sind irgendwie nie, wirklich eigentlich, die sind nie weit entfernt voneinander. Aha. Aha, na na, das funktioniert nicht. Jede Minute speichere ich ab. Ich glaube, ich habe jetzt 15 Mal gespeichert und bin jetzt schon 15 Minuten dabei. Beziehungsweise jetzt 16. Jetzt, genau. Okay. Und dieser Wald, der ist auch schön. Wo? Wo? Nicht schlafende Hunde wecken. Bitte nicht. Oh, warte mal. So, Secret Nummer 2 ist auch jetzt hier ganz, ganz nah. Wir müssen jetzt nur noch mal ein bisschen geschickt springen. Was aber kein Problem sein wird, komm. Oder ich glaube, wir sollten es ohne. Ja, wir sollten es unbedingt ohne Anlauf machen. Ist mir jetzt aufgefallen, jetzt wo es zu spät ist. Genau so. So machen wir das. Und jetzt speichern wir nochmal. Einfach jetzt, weil wir es gemeistert haben. Moment, wir können jetzt entweder darüber oder da. Ich glaube, ich versuch's mal da. Das geht nämlich schneller. Und da ist die Brücke, die uns zu den Goldbarren bringt. Und hopp. Und alle hopp. Da sind sie. You see? Mensch, jetzt haben wir schon wieder zwei. Innerhalb von 17 Minuten. Diesmal. Und wir speichern nochmal. Alle hoppala. So, Vorsicht, hier kommen bestimmt schon wieder irgendwelche Yetis. Aha. Bin ich einfach sicher. Oder auch nicht. Es kommen keine? Aha. Keine Gegner? So, Moment. Speichern, bitte. Jetzt müssen wir springen. Und zwar ganz schön gerissen eigentlich. Ja. So haben wir so haben wir die kleine Reise zu den Goldbarren überlebt. Wow. Graziös. Hallo, du da hinten. Ah, guck mal. Ah, nee, es sind nicht alle Mönche von, also falls jetzt meine Theorie stimmen sollte, es sind nicht alle Mönche befallen, aber kommt mir so vor, als hätten die Monster oder die Yetis und die Mönche irgendwie so dieselbe Mimik, beziehungsweise sie haben dasselbe Farbschema auch irgendwie. Naja, gut, sie tragen jetzt hier einen Pelz oder so, aber naja, nicht immer machen Kleider Leute. Will ich mal nur mal so nebenbei sagen. Ja, und ja, und Menschen sind nicht gleich Yetis oder so. Nee. Hier ist schon wieder irgend. Habt ihr das gehört? Da hechelt jemand uns wieder nach dem Leben. Wer ist das? Aha. Hey, der Typ lässt sich aber sehr gut auf sich warten und er versteckt sich gut.
Ach, wisst ihr was? Da fällt mir was ein. Genau. Ich glaube, dass der Typ ist da drinne, irgendwo. Da oben ist er, genau. Der sieht uns nicht und der kann uns auch nicht treffen. Immerhin. Genau. Aber ja, Leute, ich glaube, diese kleine Arena, ja, ich interpretiere diese Gegend als eine Arena. Die werde ich jetzt einfach mal, ja, der widmen wir uns das nächste Mal. Oder beziehungsweise wir gucken uns noch schnell um, ob hier irgendwelche schicken Sachen sind. Oh ja. Sind's. Aha. Okay. Nö, wisst ihr was? Ich glaube, hier ist erstmal Sense. Keine Panik, liebe Leute, es geht bald weiter. Immer schön den Kopf oben halten, versteht ihr? Immer schön eine schöne Zukunft visualisieren. Dann geht's auch bergauf. Okay. Leute, ich verabschiede mich hier erstmal und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir dann weiter marschieren im Königreich. Und ja, wahrscheinlich sind wir im nächsten Part schon im Finale. Vielleicht, ich kann es nicht sagen. Eventuell. Na ja, gut, alles klar. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal, euer Team WSRF und ciao. Und der Endcard ist jetzt auch gleich vorbei. In 7 Sekunden. 3, 4, 5, 6, 7. Wie passend.